Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute schauen wir uns genau an, wie kaufe ich einen Coin. Das Ganze hört sich sehr einfach an, aber es ist wirklich wichtig, im Trading immer eine Strategie dahinter zu haben. Wenn ich einfach nur den Coin kaufe, kann es passieren, dass der Coin extrem nach unten fällt. Oder wenn ich den Coin einfach nur verkaufe, kann es genau im Nachhinein passieren, dass der Coin dann extrem steigt. Deswegen ist immer ganz wichtig, bevor du eine Aktion setzt, denke lieber noch einmal nach, was du genau machen möchtest und was dein Ziel dahinter sein soll. Aber wir schauen uns das heute im Detail an. Ich habe mich jetzt hier bei Imber Exchange schon angemeldet und ihr seht hier, ich habe hier einerseits Bitcoin in meinem Wallet, ich habe Metronix in meinem Wallet und wir werden uns jetzt hier verschiedene Funktionen und verschiedene Sachen anschauen. Punkt Nummer 1. Ein paar Überbegriffe zuerst, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, damit man so ein paar Funktionen generell einfach kennt und man findet sich dann, wenn man sich einmal mit einer Kryptobörse auseinandergesetzt hat, bin ich der Meinung, findet man sich mit jeder relativ schnell wieder zurecht, weil die Funktionen immer sehr ähnlich sind und keine Kryptobörse ist so aufgebaut, damit es extrem kompliziert ist, weil es muss ja immer benutzerfreundlich sein. Ist es nicht benutzerfreundlich, hast du keine Benutzer, ja, brauchst du auch dein Exchange grundsätzlich nicht. So, deswegen, wir befinden uns jetzt hier im Bitcoin Metronix Markt. Es gibt hier verschiedene Märkte auf Imber. Wir können uns das gleiche auch hier zum Beispiel auf Binance anschauen. Binance hat das Ganze so gelöst, damit ich hier oben die Märkte sehe. Hier sind die Hauptmärkte, dann die Altcoin-Märkte, hier gibt es Ethereum, Tron, dann hier die ganzen Fiat-Märkte. Dann gibt es hier sogar eine eigene Zone, also hier ist das alles zusammen. Bei Binance kann man sich noch eine eigene Favoritenliste aufbauen. Das geht bei Imber noch nicht, wird aber vermutlich auch einmal kommen. Gut. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ich einen Coin kaufen kann. Es kommt natürlich immer darauf an, wie stark ist Punkt Nummer 1 das Handelsvolumen, aber Punkt Nummer 2 das Orderbuch. Und das Orderbuch ist noch viel wichtiger wie das Handelsvolumen, weil das Handelsvolumen, das kann bei ein paar Millionen liegen, aber das Orderbuch kann komplett leer sein. Das heißt, in beide Richtungen. Meistens ist es eher leer bei den Kaufordern als bei den Verkaufsordern. Aber wie gesagt, es kann sehr leer sein. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, zum Beispiel bei Metronix, dann sehen wir, dass das Orderbuch in beide Richtungen relativ gering ist. Das heißt, es gibt nur wenige Verkäufer, aber es gibt auch nicht so viele, oder sagen wir auch nur wenige Käufer. Das heißt hier, dieser Markt ist noch nicht so gut aufgebaut. Schauen wir einfach mal kurz auf Binance, wie das ausschaut. Hier zum Beispiel beim Aave Coin, hier sieht man auch in Summe, wie viel Bitcoin hier drinnen sind. Okay, hier sind auch in dieser Ansicht, also bis hier unten wären es 1,1 Bitcoin, bis hier oben, also man sieht hier in dieser Ansicht 2,5 Bitcoin im Buy und im Sell. Also es ist sehr ausgewogen. Könnte man auch hier bei Imber, das ist auch, also ein Zufall, auch sehr ausgewogen. Also ich sehe hier ja oben immer die Summe 0,008 Bitcoin zum Verkauf, 0,0085 Bitcoin zum Kauf. Also in Summe das Orderbuch ähnlich wie auf Binance, nur eben ein nicht so volatiler Coin. Ich meine, Binance ist die Top-Börse, man muss da auch immer natürlich ein paar Unterschiede ziehen. Gut. Also wichtig ist auf alle Fälle das Orderbuch und auch ein bisschen das Handelsvolumen. Also das Handelsvolumen weniger, wichtig ist das Orderbuch, wie viele Order stehen überhaupt zum Kauf und zum Verkauf. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Coin kaufen möchte, wo nur sehr wenige Order zum Verkauf stehen und ich möchte aber eine große Anzahl kaufen, weil ich zum Beispiel sehe, okay, Metronix Coin ist jetzt noch sehr günstig. Ich kann den Metronix Coin in die Sharebox legen und bekomme dort 40% derzeit pro Jahr mehr Coins. Der Metronix Coin hat einen Nutzen und ihr seht schon wieder eine kleine Überleitung zum Metronix Trader. Das habe ich schon in früheren Videos immer wieder erklärt. Der Metronix Trader tradet
mehr über die fundamentale Analyse als über die technische Analyse. Das heißt, man schaut sich den Coin dahinter an, hat dieser Coin langfristiges Potenzial und dann steigt man in diesen Coin ein. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Gut, ich möchte jetzt zum Beispiel 100.000 Metron oder für einen Bitcoin Metronix kaufen. Ja, wenn ich das jetzt hier tun würde, ich gebe mal hier unten die Zahl einfach ein, das ist der aktuelle günstigste Verkaufskurs, also hier ist die günstigste Verkaufsorder, ist bei 732. Möchte ich hier für einen Bitcoin einkaufen, weil ich gerne, sage ich mal jetzt, 150.000 Metronix haben möchte, dann könnte ich nur die ersten 140 Stück kaufen. Für die anderen 100.000 würde ich eine Buy-Order stellen. Dann muss ich warten, bis jemand verkauft. Wenn ich nämlich jetzt, ich kann auch anders hergehen und ich sage, okay, nein, ich will jetzt einfach 140.000 Stück haben, dann kaufe ich die ganze Order nach oben hoch. Und ihr seht schon, dass hier, also hier ist ein Unterschied von 2% und ich könnte hier oben dann trotzdem maximal hätte ich vielleicht. Dann hier, wir haben eh die Zusammenrechnung. Also ich könnte hier, wenn ich bis ganz oben kaufe, einmalig 1.152 Metronics kaufen. Natürlich nicht viel, wenn ich 100.000 haben möchte, aber hier ist es ganz wichtig, nach der Metronics-Strategie zu arbeiten. Und zwar mit Ruhe und Bedacht. Es bringt jetzt hier nichts, den Markt einfach hochzukaufen, sondern am besten ist es hier wirklich in den Markt einzusteigen mit 2-3% über den Marktpreis und dann setze ich dort meine Order, die ich ganz gerne haben möchte. Oder ich sage zum Beispiel, nein, mir ist es egal, ich habe Zeit, ich denke, dass der Kurs vielleicht sowieso noch ein bisschen geht, aber ich sehe, hier ist die günstigste Einkaufsorder, dann stelle ich mich hier hin und sage, okay, ich gehe um 1 drüber. Nehme hier dann entweder 50 oder 100% meines Kapitales, kann man sich dann auswählen oder sage, okay, ich möchte 500 Metronics zu diesem Kurs kaufen, stelle mich um 1 drüber und sage bye. Jetzt steht diese Order hier in der Liste und der nächste, der verkaufen möchte, weil er zum Beispiel seine Sharebox-Auszahlung bekommen hat oder Provisionen in Form von Meox oder einfach seine Meox verkaufen möchte, weil er vor einem halben Jahr schon gekauft hat und der Kurs seitdem ja um einiges gestiegen ist, dann bist du der Erste, der diese Coins bekommt. Das muss man halt immer ein bisschen kontrollieren, aber hier ist es definitiv, hier habe ich den günstigsten Kurs immer wieder. Es kann natürlich sein, dass der Kurs dann noch viel weiter fällt. Man weiß nie, wo der günstigste Kurs ist. Wenn man das haben möchte, dann gibt es hier eine andere Funktion, damit man sagt, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon der günstigste Kurs ist, aber ich sehe Potenzial im Metronix und ich trade diesen Coin jetzt einfach. Es gibt hier die Funktion den Auto-Trader. Hier kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich nehme 25% meines Kapitales. Kommt immer darauf an, wie viel das ich habe. Oder ich kann auch hergehen und sagen, okay, nein, ich möchte hier 0,02 Bitcoin verwenden. Gehe dann auf Automatik, dann fragt er mich noch einmal. Oder er sagt mir, okay, du bist jetzt einen Schritt davon entfernt, einen Trading-Slot aufzumachen. Und auf Imba Exchange sind ja alle Trading-Slots mit Metronix kostenlos. Ich bestätige das einfach und ich sehe dann schon hier, okay, die Automatik startet nicht. Gut, wir probieren das nochmal. Ich glaube, hier war die Ordermenge zu klein. 0,00, ja genau, 0,001 muss nämlich die Minimal-Order sein. Okay, wir gehen hier auf, also 0,004. Wir gehen jetzt hier auf Automatik. Okay, also eine Ordergröße muss mindestens 0,0001 sein. Und jetzt seht ihr schon, hier wird das gestartet, dieser Prozess. Und der Auto-Trader funktioniert immer so, ich nehme den aktuellen Kurs plus 3% und eröffne hier einen Trading-Slot. Ich kann das Ganze dann hier überwachen, über Aktive. Also ich kann hier ja aufteilen, gehe dann auf Imba und sehe hier zum Beispiel, okay, was ist hier passiert? Den einen im Status können wir kurz aufmachen. Genau, den hat er hier nur aufgemacht, aber das ist ein Bug, den können wir wieder schließen.
Da ist nichts drin. So, aber der zweite, gehen wir zurück, der zweite ist jetzt hier offen und ihr seht, in der Option 4 bedeutet, ich ziehe Coins aus dem Markt. Das heißt, hier kann ich mir wirklich einfach, ich kaufe nicht zum aktuellen Kurs, sondern ich eröffne einen Autotrader und dieser Autotrader zieht mir Coins aus dem Markt und ich bekomme immer mehr Meox. Wenn wir jetzt hier in den Status gehen, dann sehen wir schon, 3% sind wir eben drüber gegangen, Step immer mit 1%, also der Autotrader nimmt immer die Standardwerte. So, und hier sind eben dann schon wieder die Verkaufsorder. Wenn wir das uns jetzt ganz kurz in der History anschauen, wir sehen hier, gekauft haben wir 27,31 in der ersten Order und verkauft werden in der ersten Order 27,07. Das bedeutet, mit jeder Order ziehe ich jetzt eben 1% von 27, also 0,27 Meox aus dem Markt. Und wenn der Kurs jetzt noch weiterfällt, kaufe ich eben mehr ein, also das ganz normale Metronics Swing Trading. Also, ich fasse nochmal zusammen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich nehme den, ich sage, okay, ich möchte einen größeren Betrag kaufen, gehe dann aber nicht einfach her und kaufe wild das Orderbuch nach oben durch, sondern ich stelle einfach eine Order, jetzt hier 1, 2, 3% würde ich maximal oder die ersten 2, 3, 4 Order würde ich maximal nehmen, stelle mich hier drauf, gebe dann ein, okay, ich möchte meine 10.000 Metronics kaufen oder meine Metronics kaufen hier für einen Bitcoin, stelle das hier ein, weil ich möchte gerne 100.000 Metronics, ich glaube, dass der vielleicht im nächsten Jahr dann von 10 Cent auf 1 Euro geht und möchte hier jetzt eben das in die Sharebox legen und dann stelle ich einfach diesen einen Bitcoin hier hinein und warte, bis hier der einfach gekauft wird. So, das gleiche natürlich auch wieder für den Verkauf. Das heißt, ich kann jetzt entweder hergehen und nach unten einfach das Orderbuch wild nach unten kaufen und hier den ganzen Kursverlust eben dann mitnehmen, weil es mir einfach egal ist. Weil wenn ich die Coins für 2 Cent gekauft habe und jetzt für 10 Cent verkaufe, ich habe sowieso 5-mal zu viel Gewinn gemacht und wenn es mir egal ist, ein paar Prozent zu verlieren, dann mache ich das. Oder ich kann auch hier wieder mit dem Autotrader hergehen und sagen, okay, ich möchte jetzt 25% meiner Metronics möchte ich verkaufen oder auch hier wieder umstellen, zum Beispiel 1000 Metronics. Ich gehe wieder auf Automatik, er sagt mir hier wieder meine Werte, ich gehe auf OK. Und auch in der Automatik beim Verkauf funktioniert es wieder genauso. Ich nehme jetzt 3% nach unten, das heißt aktueller Kurs minus 3%, das ist mein Startwert und das andere geht nach oben. Das heißt, fällt der Kurs jetzt, habe ich eben meine Metronics hier verkauft. Steigt der Kurs aber jetzt, habe ich nicht zum schlechtesten Zeitpunkt verkauft, sondern ich nehme einfach hier den Kursanstieg mit nach oben wieder mit. Gut, wir können uns das Ganze dann auch hier wieder in der Botlist anschauen. Also wir sehen hier jetzt auf Imber, wir haben einen Buy-Order aufgemacht, wir haben einen Sell-Order aufgemacht, immer mit diesen Werten eben. So, und wenn wir das wieder schließen möchten, gehen wir einfach hier drauf, drücken auf Cancel. Okay, und ihr seht schon hier, die Verkaufsautomatik wird in der Option 5 aufgemacht. Das bedeutet, in der Option 5 ziehe ich trotzdem nach oben immer noch Metronics aus dem Markt. Das hat nämlich den Vorteil, wenn ich jetzt 1000 verkaufe, dass ich dann nach oben immer einen Reinvest habe und wenn der Kurs dann über den letzten Wert geht, habe ich in meinem Bot mehr Bitcoin gesammelt, aber noch einmal Metronics aus dem Markt rausgezogen. Das heißt, wenn der Bullrun dann weitergeht, kann ich hier eventuell mit diesen Coins, die ich rausgezogen habe, noch einmal einen Sellbot aufmachen und hier meinen Gewinn einfach noch einmal optimieren. Gut, das Ganze funktioniert natürlich in jedem Markt so, auch wenn ich das Ganze in Tron mache. Das bedeutet, ich wähle zuerst hier oben Tron aus, gehe dann hier auf Meox und auch hier ist es so, hier sieht die Zahl ein bisschen größer aus, aber hier auch wieder sehr gut abgestimmt, 4000 zu 4000. Das heißt auch hier wieder, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meine 100.000 Metronics kaufen, dann brauche ich eben 400.000 Tron, das heißt, ich gehe wieder ein paar Prozent drüber, stelle dort meine Order auf oder, ich sage, das ist auch hier wieder genau dasselbe, ich habe hier 5.000 Meox drinnen, ich kann hier zum Beispiel 5.000 Tron drinnen, ich kann hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mit
1000 Tron, wieder einen Autotrader beginnen und hier schreibt er mir die Werte wieder hin, ich drücke wieder auf OK und das Ganze, der Prozess wird schon gestartet. Auch hier ist es wieder genau dasselbe, das heißt, ich starte immer mit dem Autotrader 3% über dem aktuellen Wert und 17% gehe ich mit nach unten, das heißt, ich bin sehr sicher positioniert. Also ich nehme den Markt 17% mit nach unten, 3% mit nach oben. Wenn der Markt nach oben schießt, okay gut, dann habe ich nur diese 3 Order gewonnen. Wenn der Kurs aber fällt, dann bin ich sehr gut abgesichert, weil ich eben nochmal 17% mit nach unten gehe. Gut, auch hier natürlich wieder dasselbe Spiel. Auch hier in der Option 4, also die Kauforder wird immer in der Option 4 genommen. Das heißt, ich ziehe hier Coins aus dem Markt. Die Verkaufsorder ist mit der Option 5, damit ich hier einfach, wenn der Bullrun kommt, nochmal mehr Bitcoin speichere oder mehr Tron speichere oder Imba oder welchen Markt auch immer ich trade, aber trotzdem nochmal Meox aus dem Markt ziehe. Das heißt, ich kann oben dann nochmal die Coins, die ich rausgezogen habe, nochmal teurer verkaufen. Hier ganz normal wieder der Button dann zum Abbrechen, wenn ich den Bot einfach dann nachjustieren möchte. Genau dasselbe ist hier bei Binance, also auch hier kann ich empfehlen, wenn ich jetzt in einen Markt hineingehe, es gibt hier bei Binance nochmal eine andere Funktion, die nennt sich Market. Das bedeutet, ich kaufe zum Beispiel jetzt hier, wenn ich jetzt hier 100% eingebe, ja, und auf Market wähle, das ist dann, und hier zu viele Bitcoin habe, dann passiert Folgendes, und zwar, ich muss jetzt selber einmal ganz kurz schauen, hier war ein Docked die Tage, glaube ich, und zwar passiert dann Folgendes, das sind immer dann diese Ausschläge, die man dann sieht, hier hat zum Beispiel jemand vermutlich mit einer Market Order einfach nach oben gekauft, oder man sieht es auch ab und zu in den Verkaufsordern, also wo einfach nach unten verkauft wird. Ich versuche jetzt hier gerade einen Markt zu finden, WinTRX. Da ist es auch schon öfter vorgekommen, genau. Das heißt, man sieht hier wunderbar diese Dochte, also das sind diese Kerzen, die innerhalb von Sekunden diese Trades ausgeführt werden. Und hier kommt es einfach dann, das sind typische Market Order, wo eine große Menge verkauft wird. Aber es ist ja, Metronix ist ja nicht die einzige Trading Software, sondern es gibt ja 100.000 verschiedene. Die meisten funktionieren aber nicht so einfach, sondern funktionieren mit sehr komplexen Indikatoren und sind oft auch etwas komplex zu bedienen. Und Metronix ist ja eine einfache Swing Trading Strategie, also eine der einfachsten Strategien meiner Meinung nach auf dem Trading. So, und hier, wenn ich zum Beispiel eine Market Order mache, dann kommen eben diese Dochte, aber der Markt regeneriert sich dann sofort wieder, weil einfach andere Bots dann wieder sich draufschalten oder auch sogar der Metronix Bot sich draufschaltet, weil wenn ich hier zuerst eine Verkaufsorder auslöse, dann ist es ja so, schauen wir mal ganz kurz jetzt hier, wenn jetzt zuerst hier eine Verkaufsorder ausgelöst wird, dann setzen wir ja automatisch die Kauforder darunter. Das heißt, wenn der Kurs wieder nach unten geht, wird er zuerst stabilisiert. Also wir kaufen günstig, verkaufen dann oben wieder teuer. Und ja, freue mich immer sehr, wenn solche Dochte kommen, weil in diesen Momenten, das sind immer Momente, wo du innerhalb kürzester, also innerhalb von ein paar Sekunden 5-10% verdienst. Gut, also das hier zur Funktion, wie kaufe und verkaufe ich mit der richtigen Strategie und eine kleine Einschulung zum Thema Autotrader, wie funktioniert das? Also Autotrader ist immer so, wenn ich einen Kauf mache, nimmt er den aktuellen Wert plus 3%, 17% gehen wir als Sicherheit mit nach unten. Beim Verkauf ist es genau umgekehrt. Weil wir wollen ja nicht zu günstig verkaufen, deswegen gehen wir 3% mit nach unten, aber 17% mit nach oben, damit wir hier auf alle Fälle den besten Preis mitnehmen. Gut, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und auch einige Schritte wieder erklärt. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann schau bitte unter diesem Video, findest du einen Link zu uns in die Telegram-Gruppe. Schau einfach vorbei
Und ich hoffe, ich kann dir dort dann weiterhelfen oder einer unserer Community, die ja ständig wächst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und weiterhin maximale Profite mit Metronix oder zukünftig mit Metronix. Ciao, ciao.